Und damit herzlich willkommen zurück zu Grounded. Ja, und ich durfte diese Aufnahme jetzt ein zweites Mal starten, weil die letzte ist mir abgeschmiert und das nach 25 Minuten oder so. Das war nicht so schön. Wir werden heute den Schlüssel, den Chip und den Schlüssel und den Chip aus dem Sandkasten und den zweiten Chip aus dem Ameisenhaufen holen. Ja, und dann ein Teilch noch unten in diesen Teil des Labors, wo ich ohne Chip gerade nicht reinkam. Wir haben also viel vor. Woher ich das schon alles weiß, weil ich das alles schon mal aufgenommen hatte. Aber genug davon. Erstmal hier die Ausrüstung ein bisschen abändern. Ich sollte den hier mal ablegen. Muss ich noch irgendwas ablegen? Ja, Reparaturwerkzeug brauche ich jetzt eigentlich nicht. Wir werden uns als erstes auf den Weg zum Sandkasten machen. Weil da ist ein gewisses Zeitfenster dran. Wir wissen es ja, der Schlüssel, der kann nur gefunden werden, ich glaube zwischen 15:30 und 16:30 oder so. Und naja, ich möchte ihn unbedingt ausgraben. Er bringt mir zwar nicht viel, weil ich weiß ja schon, in der Kiste ist nur das Rezept. Ja, wie gesagt, ich habe das hier alles schon mal aufgenommen. Aber einfach der Vollständigkeit halber möchte ich ihn holen. So, jetzt gehen wir hier mal hoch. Und ich habe meinen schönen, meinen wunderbaren Eisstab dabei. So, dann. Einmal hier lang, bisschen geguckt. Was ich noch mal schauen wollte, gab es hier unten nicht einst irgend so einen grünen Bereich, wo ich gesagt habe, was ist das denn? Taking a look. Ich weiß, da war ich irgendwie auf der Seilrutsche zur Hecke und da habe ich gesagt, da ist irgend so ein grüner Bereich, der komisch aussieht. Von hier aus kann ich nichts Auffälliges erkennen, also egal. Yeah! So. Das da unten war ein Stein, ne? Das war kein Zahn. So offensichtlich würde doch kein Zahn rumliegen. So. Ja, übrigens auch schön Nektarquelle. Hier oben bei den Blumenkelchen. Ich glaube auch bei denen da drüben. Bei der steinernen Erhöhung. So. Irgendwann muss ich hier noch zu diesem Gartenzwerg. Ich wette, der hat irgendwie einen Zahn oder sonstiges an sich. Der ist zu offensichtlich. Da muss irgendwas dran sein. Vielleicht kann ich auch das Glas zerbrechen und die kleine Kunstfliege befreien. Nein, ich glaub's auch nicht. Boah, viele Bienen. Viele, viele Bienen. So. Folgt mich hier Bienen? Wisst ihr nicht, wer ich bin? Ich bin Gabba Gandalf! Ja! Eise deine Fresse! Na, da hast du genug. Ja, die haut ab. Ich bin Gabba Gandalf. Ich werde doch nicht so eine blöde Biene attackieren. Was? Jemand kommen? Kommt nur. Ach, schau mal, wer da drüben ist. Eins habe ich erzählt, wie schön ich es finde, dass die Bienen nicht mehr dort sind. Schon hocken sie wieder dort. Na, doch keine Verbesserung. Wird wieder abgezogen, gibt eine schlechte Review. So, und hab's das so. Soll ich die Asselrüstung mitnehmen? Ach, die lasse ich liegen. Ich habe doch Asselrüstung zu Hause noch und nöcher rumliegen. So. Aber ich habe noch Zeit. Komm, wir nehmen sie mit. Da haben wir es weg, da haben wir es weg. Ich meine, der Helm oder so von der Asselrüstung, der liegt ja eh nicht mehr an dem Ort, wo er einst lag. Ja, nimm mit, Junge. Wow. Können wir hier noch das Ding zerschlagen? Ich habe nämlich noch Zeit. Ich möchte jetzt noch nicht in den Sandkasten, da ist eh sehr heiß. Da kann ich auch noch hier ein bisschen plündern.
So, hier ist noch ein Kaugummi. Warte mal, warum habe ich denn eigentlich keine Keule ausgerüstet hier vorne? Und ich sollte die Schaufel auch mal wieder ausrüsten. Tut mir leid, mein Zauberstab. Dauert echt lange, ne? Also dafür, dass die schon so gut ist und gibt echt wenig. Meine Güte, das war ja gar nichts. Ist hier irgendwas Neues? Nö. Wollen wir mal reinschauen, ob es was Neues gibt. Hätte ja sein können, dass die ein bisschen großzügig sind, aber nein. Und was ich noch gucken muss, weil zwischen den Aufnahmen ist mir was aufgefallen. Status. Habe ich Stufe 2. Denn von Wachhund wurde mir angezeigt, habe ich erst wieder Stufe 2. Und die wurde erst zwischen den Aufnahmen wieder aktiviert. Und ich mir gedacht habe, ey, die hatte ich mir mal erbeutet. Eigentlich ziemlich unfair, dass man mir das einfach wieder wegnimmt. So. Was nehmen wir weg? Barbar. Wir nehmen Barbar weg und nehmen dafür Freshness mit. Dass ich ein bisschen länger durchhalte. So, heißer Scheiß. Ich muss hier rein. Kommt ihr mir nach? Ich sollte vielleicht mal die Würde ich das mal ausprobieren? Nee, warte mal. Ich nehme die frische Keule vorne und probiere trotzdem mal diesen Stab aus, der gegen die effizient ist. So, warte mal. Wo seid ihr? Ich baue mal ein. Also weit geht's gar nicht, ne? Schade. Ja, ich könnte es mal besser näher ausprobieren. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Dauert immer noch sehr lange. Oh, ich muss hier mal ins Kühle. Ja, da ist das, okay. Zack. Zack. Du müsstest ja eigentlich schneller sterben, weil meine neue Armbrust stärker ist. So. Weg bist du gleich. Ja, du mich auch. Du bist gleich tot. So, erstmal hier schön runter. Ah, das konnte ich mir schon denken, dass hier unten sowas hockt. Muss ich nämlich sagen, in der letzten Aufnahme bin ich nicht hier reingegangen. Hab ich das sein lassen? Eine Biene? Bienen sind schon ein bisschen crazy, oder? Kommst du bitte in den Sandkasten rein? Und dann auch noch in den Tunnel. So. Hier mal aufmachen. So, müssen wir gucken. Ja, wir können gleich buddeln gehen. It kind of looks like a popsicle. I get the feeling it's not refreshing though. I cannot bear to look upon myself any longer. I've become a monster. Inhuman, less than the insects that are my only companions now. I've become old, well before my years. A shrunken husk of a man. A walking corpse like Lurkin Shriek, doomed to the executioner's axe. Trudy was right all along, as she always is. I'm a failure as a scientist,
as a husband and as a father. I have no choice but to remain here, living exiled in the backyard. I have diverted my remaining strength and will into finding a cure for this malady. This reasonification is cruel. It is my only hope now. All other research initiatives must be placed on hold, or it will be too late. It may already be too late. It is only fitting that I am so small, tiny, minuscule, just like my legacy. Das ist mir schon diese Aufnahme. Warte, ich schieß mal jetzt ganz kurz den hier weg und geh mal nach hier unten, um mich abzukühlen. Die Aufnahme, die man gerade gehört hat. Da ist ja schon der nächste. What the f. Schwarze Ameise attackiert mich. Die Aufnahme, die wir gerade gehört haben, die erklärt so ein bisschen, warum die Bilder alle ein bisschen anders aussehen. Der Typ vertrocknet langsam. Deswegen sieht er immer Trockentomatiker aus. Deswegen sieht er so ungesund aus. Eben auf dem Bild sah er übelst ungesund aus. Das ist diese Austrocknung. Deswegen wird er immer älter. Zu der Erkenntnis, wie gesagt, bin ich eigentlich in der Aufnahme schon gekommen, die ihr leider nicht sehen werdet, weil die abgeschmiert ist. Aber hey, ein zweites Mal zur Erkenntnis kommen ist auch nicht schlecht, wa? So. Den hauen wir mal kaputt. So, hier nehmen wir mal ein Schlückchen. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich ein bisschen plündern gehen. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Irgendwo, es gab dann noch diesen... den mit dem Salz. Weil da gibt es ja noch ein Stückchen von der Asselrüstung. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich die auch noch holen. Ja, zieht schon gut Leben ab. Ha? Tut weh, sagst du? Weg bist du. Die halten zwar immer noch ziemlich viel aus, muss ich sagen, aber bei weitem nicht mehr so eine Gefahr wie früher. So. Das ist die Salzhöhle. Die hier unten sind ja eh schwächer. Oh. Ah, ich dachte, du kommst nicht so weit. Bist gleich tot. Ja, noch einer. Bitte, bist hin. Leicht erbeutetes Ameisenlöwen mit ihrer Reihenzeug. So, bauen wir gleich noch ein bisschen Salz ab. Ach, der Pilz ist wieder hier unten. Der ekelhafte Pilz ist wieder hier unten. Hier ist das Asselzeug. Alles schon mitgenommen. Zack, zack, zack. Oh, ist da die ekelhafte Spinne über mir? Hab ich das gerade richtig gehört? So. Ja, nehmen wir auch noch mit. Oh, hier kam ja mal viel bei rum. So. So, gleich explodierst du. Hab ich nicht gesagt. Ach nö. Weißt du was, ich brauche nicht alles Salz und ich brauche natürlich nicht die ganze Höhle. Ich wollte nur ein bisschen Salz mitnehmen, ja? Reg dich nicht auf. Wir gehen jetzt noch zur Truhe.
Aber in der Truhe, wie gesagt, da ist nur das Rezept drin. Das kann ich schon mal versprechen. Hier ist nichts Neues drin. So. Dann sollte ich mich auch langsam auf den Weg zum Ameisenbau machen, damit die Folge nicht super lang wird. So. Was? Ach, hier komme ich nicht hoch. Egal. Dann schwimmen wir mal nach da weiter. So. Ich nur mal kurz beim Grün hier lang gucken. Ich dachte, ich habe da gerade so ein Marmor-Ding in dem Ding erspielt. War das korrekt? Ach, oh, dummer. Oh, diese dummen Kakteen. Ich bin gar nicht so nah dran. Ich war gar nicht so nah dran, dass die mich hätten verletzen müssen. Ach, so. Egal. Haben wir was getrunken hiervon? Dann, wo habe ich meine Trinkflasche? Don't even need to boil it. Ja? Desiccated by the arid desert heat, the ranger fell to his knees. Der kleine Literat, er ist wieder unterwegs. So, ah, hier ist noch was zum Abbauen. Gib es her, gib es her. Schlauch konnte man, glaube ich, nicht rein. Der ist irgendwann zu steil, als dass man noch vorankommt. Hier schläft irgendwo die Spinne, ich hör's. Aber egal, mit der wollen wir uns gar nicht anlegen. Wir wollen jetzt nur hier raus. Alle Hopsasser, alle Hopsasser. Ja, 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 ist gut, ist gut. Zum Glück schon so dunkel, dass ich keinen Hitzeschaden mehr nehme. Alle Hopsasa. So, jetzt können wir mal Status wieder auf Barbar ändern. So, und jetzt ab zum Ameisenhügel. Vielleicht auf dem Weg irgendwas Essbares finden. Wäre gar nicht so schlecht. Ich meine, der ist noch 400 ungefähr entfernt. Geh mal hier vorne lang. Oh, es leuchtet aber schön. Hat so ein Schimmer. Dann ruhe ich aus. Dann ruhe ich kurz aus. Ups. So, hier ist alles clear. Ja, so ein dummer Stinker musste mich natürlich jetzt sehen. Egal. Da ist noch so ein Stinker. Die entfernen sich immer mehr von diesem Ort, ne? Jetzt kämpfen die hier mit den Ameisen. Und ich glaube, die Ameisen werden alle sterben, weil das Gift ist, glaube ich, zu stark. Guck mal kurz. Attackieren den recht gut. Ey! Wer war das? Böse! Böse? Kriegerameise! Kämpf lieber mit deinen Freunden! Oh boy, sie haben alle verloren. Ach, sie haben alle ihr Leben verloren. Hä? Wo ist das Symbol für... Ach da! Ah, ab hier nach unten. Habe ich eben keine Nahrung gefunden, aber was ich schon weiß, weil ich ja hier schon drin war, in der schon häufig erwähnten verloren gegangenen Aufnahme, die Ameisen haben etwas Neues.
Ameisen bunkern jetzt Nahrung. Das haben wir schon im schwarzen Ameisenhaufen gesehen. Und das gibt's auch hier. Die haben ein Nahrungsdepot, wo ganz viele Apfelbrocken so rumliegen. Erstmal knacke ich hier die Dinger. So, ja, ich lasse euch in Ruhe. Ich bin eigentlich nur hier für... Lass mich in Ruhe. Eure Nahrung. Den Chip. Oh. Sorry. Aber dann muss ich euch töten. Nein. Laut ab. Ach, was soll's. Jetzt verteile ich hier überall diese Nahrungsdinger. Ja, ganz viel Apfelbrocken. Die sammeln die jetzt in einem Teil der Höhle. Dann kann ich mich jetzt erstmal hier bedienen. So. Das wird dann bei den Feuerameisen bestimmt nicht anders sein. Die werden auch irgendwo ein Nahrungsdepot haben. Ist eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ist realistischer. Gut, es gibt keine Ameisenkönigin. Dementsprechend ist es nicht so realistisch. Aber ich könnte noch mehr essen, sagt ihr? Ja, dann tue ich das. Die werden das ja jetzt eh alles wieder an den Ort bringen, was hier so verteilt ist. Man sieht ja auch immer mal Ameisen, die Futter im Maul haben. So, genug gegessen. Wo war ich stehen geblieben? Oh, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Ja, bei den Feuerameisen wird man das auch bestimmt sehen. Die werden irgendwo in ihrem Höhlensystem eine Futterkammer haben. Aber ich persönlich, ich finde es gut. Weil vor allem für diejenigen, die sich hier drinnen so ein bisschen verlaufen, so wie ich, und hier länger sind, und dann bemerken, oh Mist, ich habe Hunger, ich habe kein Essen mitgenommen. Ideale Futterquelle. Ah, nee, lass mal gut sein. So. Hier ist das zweite Stück. Ei nehme ich nicht mit, brauche ich gerade gar nicht. Ich muss nur noch das dritte Stück der Rüstung finden. Das weiß ich leider nicht mehr, wo das ist. Also ich weiß noch ungefähr, wie die Location aussieht, aber wie ich da hinkomme, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass das oben an so einem Hang ist, wo man nur eigentlich hinspringen kann, wo keine kleine Ameise hinkommt. So. Bum, bum. Euer Pilz ist also auch hier unten. Ja, hier oben. Das ist dieser Hang. Dieser schlecht beschriebene Hang. Und da ist es. So. Gut, haben wir das auch. Also, wir haben den Chip aus dem Ameisenlabor. Ameisenlabor aus dem Ameisenstock. Bau, wie auch immer. Wir haben den aus dem Sandkasten. Jetzt gehen wir noch schnell in den Teich. Öffnen diese Tür, die es da gibt. Holen uns, was da dahinter ist. Lasst mich mal durch hier. Hier ist mir ein bisschen zu viel Verkehr. Zu viele Ameisen unterwegs. Muss mal hier wieder mit der Klinge durchgehen. So. Muss ich gucken, da ist der Baum. Dim, 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 dim. Da ist ein Orb-Wepper. Mein Inventar ist voll. Bevor ich in den Teich reinspringe, muss ich mal ein bisschen was loswerden. Weil im Teich gibt es etwas zu finden. Und das möchte ich mir aneignen. So. Was? Ach, könntet ihr mich nicht mal 5 Sekunden in Ruhe lassen? So. Erstes hin. Komm her. Zweites auch hin. Ist noch eine dritte da, die auch noch was auf die Schnauze will. Ja, da haben wir es doch. Ja, hau nur ab, du, ja? Das konnte ich mir schon denken. Ehrliches Vieh.
Ich habe schon ein bisschen Schaden genommen. Ja, dann muss ich ausrüsten. Dich? That's pretty safe. Dich? So, was hauen wir mal weg? Safer. Ja, ganz ehrlich, fallen lassen. Ich hätte es auch verschrotten können, ne? Ich hab's fallen lassen. Jetzt klebt der Kaugummi im Teich. Nee, den verschrotten wir, sorry, aber einzeln verschrotten wir kein Kaugummi in meinem Teich. Widerlich. Eine Kaugummi-Farbe. So. Muss ich nochmal gucken. Bin ich zu weit vorne reingesprungen jetzt? Wenn ich beim Ring bin, muss ich noch ein Stückchen schwimmen. Muss ja ungefähr zur Kuppel. Da ist die Kuppel. Ja. Ich glaube, da hinten ist es. Ja, 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 da ist es. So, jetzt schwimmen wir hier rein. Einmal hier hoch. Einmal hier durch. Türe öffnen. Klumpen einpacken. Das hier, was das so richtig bringt, weiß ich nicht. Ne? Jetzt habe ich hier scheinbar irgendeine Tür geöffnet. Aber welche es ist die mit einem Stück Stein davor oder so, keine Ahnung. Ich habe sie geöffnet. Und hier ist das, was ich eigentlich haben will, Trainer. Und das nehmen wir jetzt mit. Alles nehmen. Zack. Und jetzt schwimmen wir hier nach Hause. Gehen noch bei Birkler vorbei, der uns für beide Chips nicht wirklich viel gibt. Muss man dazu sagen. Irgendwie nimmt er nicht, ich glaube, beide Chips auf einmal. Das hatte ich in dieser verloren gegangenen Aufnahme auch so, dass ich gedacht habe, hey, jetzt gebe ich noch den zweiten ab. Und plötzlich gab es die Option, nicht mehr einen zweiten abzugeben. Ich glaube, der nimmt beide auf einmal. So, da ist Pilzbiom. Ja. Mist, hier komme ich nicht hoch. Würdest du bitte? Danke. So, Ausdauer. Komm, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben eigentlich gar keine Zeit mehr. Die Folge ist schon viel zu lang. So. Quasselstrippe, ich bin da. Habt ihr was mitgebracht? Hi. It is nice to see you. How can I help you today? Ja, er sagt ja auch, ich habe einige Hilfschips gefunden. Ah, more chips. Thank you. So. And let us, much better. Hier gibt es eigentlich nichts Neues. Ich weiß nicht, warum das markiert ist. How can I help you today? Auf Wiedersehen. What would Dr. So. Tully do? What would Dr. Tully do? Und hier gibt es echt nur ein Schildersatz dafür. Echt lausig. Echt lausig. So, hier. Ein Kieseldorf-Klatschelf greift nach etwas auf der rechten Seite. Es fühlt sich wichtig an. Und da steht einfach mal unbesiegbare Abschirmung. Chipgeschwindigkeit, ja. Unbesiegbare Abschirmung. Schaffe es beim Blocken, den Schild automatisch zu reparieren. Ach so, das macht das. Ah, okay. Da ist mir nämlich die Aufnahme abgeschnitten. Genau in dem Moment, wo ich beim letzten Mal mir das Ding angeguckt habe. Und da wollte ich nämlich wissen, hey, was bringt unbesiegbare Abschirmung? Klang nämlich wie, ich bin unbesiegbar. Als ich dachte, meine Güte, was ist das für ein OP-Gegenstand? Aber der Schild wird einfach nur repariert. Ist jetzt auch nicht schlecht, muss ich persönlich sagen. Ich habe wieder ein weiteres kleines Gadget gefunden. Hurra! Aber, naja. Ich nutze sie irgendwie nie. Ich habe immer nur den Schirm dabei. Ich meine, bei Bossfights könnte man die dann einsetzen, rein theoretisch. Weil da braucht man in der Regel seinen Kleider nicht. Aber auf der Karte habe ich immer gerne den Kleider dabei, weil ich gerne aus hohen Höhen runterfliege. So. Nice and clean. Gut. Wir haben die Chips. Machen wir die, meine... Ach, ich muss mal irgendwas ablegen. Ich muss mal irgendwas ablegen, sonst legt er die Fackel nicht ab.
So. Ich habe die zwei Chips geholt. Das bedeutet eigentlich, es dürfte nur noch ein Chip übrig sein. Korrekte Mundo, der im neuen Gebiet dort. Können wir auch mal bei Datensätzen einfach gucken. Birgel, es gibt noch zwei. Es muss noch irgendwo einen anderen geben. Aber mir wird nur der eine noch angezeigt. Den möchte ich eigentlich auch haben. Den möchte ich einfach auch haben. Weil jetzt müssten ja eigentlich geniale Neuigkeiten kommen. Also neue Dinge, die ich noch nicht habe. Naja, gut, an dieser Stelle beende ich die Folge. Ich werde zwischen den Folgen, glaube ich, ein, zwei neue Kisten mal hier aufstellen, weil da oben, es ist zu viel in den Kisten drin. Ich muss da mal was umsortieren und das müsst ihr nicht in der Folge sehen. Na, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Reingehauen. Tschüss.